Servus, willkommen zurück auf meinem Kanal Südwitz von Vinyl. Ja, um was geht's heute? Na, heute, ich habe mal wieder eine neue Band entdeckt. Ja, wie habe ich die entdeckt? Da habe ich mal im Facebook, habe ich da ein bisschen, ja, gucke ich immer so ein bisschen durch, was so Neues gibt und was so neu rauskommt. Ja, und dann habe ich zufällig da eine neue Band entdeckt, von Michael entdeckt, weil ihr wisst ja, Musik ist immer Geschmackssache und es soll auch keine Empfehlung sein oder so, ne? Ihr wisst, Musik ist wirklich Geschmackssache. Und ja, die habe ich jetzt neu entdeckt, der Hanna Eradicator. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Hanna. Das ist diese Band, der Hanna. Und jetzt zeige ich mal, was können die, der Hanna. Die machen wir noch auf und gucken auch rein. Und mit der habe ich das eigentlich entdeckt, der Hanna, die Band. Mit dieser Vinyl, der Hanna. Die haben sie vorgestellt und die wird, glaube ich, zum zweiten Mal veröffentlicht. Finde ich echt cool. Anscheinend sind die anderen alles ausverkauft. Und ist echt top, dass er das jetzt nochmal veröffentlicht hat. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir einfach mal die Vinyls und so an, was die hier so rausgebracht haben. Ich habe jetzt die, wie heißt sie jetzt nochmal? Ich muss gucken. Influence Denied. Die haben wir dann gleich bestellt gehabt, weil ich habe dann mal im YouTube schon geguckt nach so Videos von den Jungs da und dann war das so, von der Influence Denied, so Release Video drinnen von 2021. Ich glaube, im Proberaum aufgenommen und echt absolut genial. Wirklich genial. Top Musik. Gefällt mir richtig geil. Und dann haben wir das Ding gleich bestellt. Und dann ist das gekommen und haben mir das angehört. Und dann habe ich mir gleich noch drei andere Vinyls auch noch von denen bestellt. Absolut, weil echt die Musik, ich finde sie cool. Wie gesagt, Musik ist immer Geschmackssache. Und ja, ich finde sie echt top. Und vor allem LP-Preise zwischen 15 und 18 Euro. Hat auch farbige gegeben. Aber da habe ich leider nur eine gekriegt. Die andere waren alle ausverkauft. Also, denke ich, hat die Band schon einen richtig guten Namen. Und ne, die macht auch echt coole Musik. Aber wie gesagt, es ist einfach Geschmackssache Musik. Und ich möchte sie euch einfach heute vorstellen. Soll keine Empfehlung oder so sein. Hört es euch einfach vielleicht mal an. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar mit dieser hier, und ich meine, das ist denn ihr Debütalbum. Das ist dieses hier, The Atomic Blast. Ja, und Eradicator, ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus, ist 2004 als Thrash-Metal-Band gegründet worden in Olpe, Nordrhein-Westfalen. Ja, und diese LP ist rausgekommen 2009. Ich glaube, das ist denn ihr Debütalbum. Ich hoffe, ich mache das immer richtig rum. Wenn nicht, sorry, wenn ich da irgendwas Falsches erzähle oder so. Aber ich versuche immer mir ein bisschen kurz im Internet zum gucken, wo ist die Band her und wie ist der ja, Verlauf, welche LPs kommen so nacheinander, chronologisch halt oder wie man halt auch immer sagt. Und ich meine, das ist das Debütalbum von denen, aber wie gesagt, die sind wirklich klasse. Finde ich echt super Musik. Ja, und wie gesagt, auch die Preise für die LPs, wirklich fair, absolut fair. Und ein ganz großes Pluspunkt, oder ein großer Pluspunkt. Die Jungs sind es, glaubt selber, verschicker und vermarkter. Und die Vinyls waren nicht in der Hülle drin. Nein, die sind außer drinnen gelegen. Und da ist, sind auch einer dabei, wo bedruckte Innenhülle, glaubt dabei ist. Und die waren auch nicht mal in der Innenhülle drinnen, nein, die waren separat in einer gefütterten Innenhülle. Und das ist doch mal absolut genial. Da können sich andere Firma wirklich ein absolutes Ding abschneiden von solchen Jungs, wo das selber verschickert und es sich so drum kümmert und wirklich absolut top. Genial. Aber, wie gesagt, es soll ja um die Musik gehen und umsonst nichts. Aber man kann das ja auch mal erwähnen, dass die das wirklich super verschickert und sich da echt richtig Mühe gebe und absolut top. Okay, das ist die Atomic Blast, rausgekommen 2009, das Debütalbum. Und diese ist auch limitiert auf 250 Stück und ich habe die Nummer 146. Und ich meine, die hat es auch in Farbe gegeben, aber leider, ja, ich habe ja die Band jetzt erst vor einer Woche oder zwei Wochen entdeckt und ich habe die leider, ihr wisst ja, ich stehe halt auf farbige Vinyls, aber egal, es soll ja auch die Musik, die wo da drauf ist, soll ja cool sein, weil ich höre eigentlich nur die Musik an, wo mir auch echt gefällt. Und
Das sind jetzt halt schwarze Vinyls, aber trotzdem egal, ich habe noch eine gekriegt und das ist das Wichtigste und das ist echt top. Also, dann gucken wir mal, was hier noch drin ist in dieser Vinyl. Und zwar nämlich ein Einleger mit den Texten drauf und das ist natürlich auch super. Hier dieser Einleger mit den Texten drauf. Und hier hinter, ja, wo sie wahrscheinlich unter Vertrag sind oder wo das, wer das gemacht hat und wie und was und sämtliche Sachen. Wirklich klasse. Wie gesagt, die Band, echt, habe ich entdeckt, du. Absolut super. Und hat mir gleich 4 LPs oder halt 3 LPs nochmal dazu bestellt. Aber wirklich, ich finde sie auch echt klasse. Und man hört auch jetzt von dem Debütalbum hier, wirklich die Entwicklung von der Band. Absolut super hier, da ist nur Werbung drin. Da Hanna. Also sind so ein paar Werbesachen. Ja, weil, ah, stimmt, weil die LP hier, diese, die habe ich nämlich nicht mehr bei denen im Bandshop gekriegt, sondern die habe ich von Sektor 12. Da habe ich nämlich dann auch überall gesucht und guckt, wo kriegt man noch die Vinyls her. Und diese hier, die der Atomic Blast, die habe ich nämlich noch bei Sektor 12 habe ich die noch gekriegt. Und deswegen ist halt da, ja, so andere Bands, Werbungen und so drin. Bei dieser Vinyl. Und ja, echt spitzenmäßig, super. Ich finde die Band echt geil. Und auch solche, ich weiß nicht, ob das noch Underground ist. Aber mit 5 LPs, was die jetzt haben, denke ich, ist das fast nicht mehr Underground, weil, also, echt klasse. So, also, dann kommen wir mal zu der nächsten, weil ja, ich habe jetzt leider die Madness in My Name habe ich leider nicht mehr gekriegt. Ich habe echt überall gesucht. Die gibt zwar noch auf CDs, ja, aber CD, ich wüsste ja, ist nicht so mein Fall. Aber ich suche auf jeden Fall weiter. Die Madness in My Name ist 2012 rausgekommen und die fehlt mir leider jetzt, um die Sammlung daher komplett zu machen. Aber ich suche weiter und vielleicht finde ich sie irgendwo. Also, dann kommen wir mal zur nächsten. Zur Slavery. Und das ist diese hier. Und die tue ich mal hier raus aus der Folie. Weil das ist genau das, was ich euch vorher gesagt habe. Die haben die Jungs nämlich hier nur die Folie hier aufgeschnitten. Also, diese hier, die Verpackungsfolie. Und dann wirklich die Vinyls raus da. Und haben das in eine separate gefütterte Innenhülle rein da. Und das ist doch mal absolut, wirklich, wirklich genial. Muss ich echt sagen, absolut top. Aber ich tue sie jetzt aus der Folie raus. Ich habe es jetzt nur klasse, dass ihr das seht. Die kommt nachher in eine andere Hülle rein. Und so, und das zeige ich euch jetzt dann auch. Und ich guck mal bloß, was hier drin ist. So, und das ist diese hier, die Slavery. Und da sehe ich auch, da haben sie nämlich einen Song gecovert von Metallica, Seek and Destroy. Ja. Absolut top. Wirklich die Rückseite hier mit den ganzen Lieder drauf. Und was war hier noch drin? Was die mitgeschickt haben, die Jungs. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Doch auch echt genial, oder? Super cool. Echt top. Und was war noch hier drin? Hier. Ein Aufkleber. Haben sie auch noch mitgeschickt. In dieser Vinyl. Auch super. Top. Und hier Kontakt, Visitenkarte. Auch dabei, das kann ich auch zeigen. Auch genial. So, und die Vinyl, ja, das ist jetzt wieder, das ist wieder eine schwarze. Wie gesagt, das farbige, die waren alle ausverkauft. Und das ist diese hier. Brauche ich jetzt euch auch nicht die Rückseite ja zeigen. Oder kann ich ja geschwind. Dann zählt er die A-Seite, aber das ist nur eine schwarze. Aber was heißt nur, das ist egal, die Musik da drauf muss super sein. Und der Rest ist nicht so schlimm. Und das war nämlich hier die bedruckte Innenhülle. Und die Schallplatte, die LP war nicht hier drin. Die war separat in dieser Hülle drin. Und damit gibt es auch hier keine Einrisse und nichts. Und das ist doch mal absolut top. Hier bedruckte Innenhülle mit den Texten drauf. Und die andere Seite mit der Band drauf.
Und ich meine, der Schlagzeuger und der Gitarrist, das sind auch zwei Brüder. Also sieht es auf dem Video zumindest auch aus. Vielleicht sind sie auch, wenn ich sagen darf, Zwillinge, weil die sehen wirklich echt gleich aus. Finde ich super, ist ja auch top. Genial, echt. Also, dann tun wir das mal aufräumen. Und wie gesagt, die Band habe ich echt nur zufällig entdeckt. Im Facebook, wo ich so durchgesucht habe ein bisschen. Und die ihr neue EP, dass die praktisch nochmal veröffentlicht wird. Also nur deswegen habe ich die eigentlich auch so entdeckt. Also, das war die zweite, besser gesagt schon die dritte von denen. Und jetzt kommt die nächste. Und ich auch hier wieder. Seht ihr, die Folie ist noch dran, hier auch aufgeschnitten war, die Vinyls rausgenommen war und in eine separate, gefütterte Innenhülle reingelegt. Das verstehe ich nicht, so solche Bands bekommen das selber hin und große Firmen bekommen sowas nicht hin. Das verstehe ich nicht. Also, und das ist die Into Oblivion. Das ist diese hier. Und die ist rausgekommen 2018. Diese Vinyl. Zeige ich euch mal die Vorderseite. Und die Jungs wissen echt auch, wo das Gaspedal hängt. Hey. Echt geil. Und wie gesagt, und auch die Preise von den Vinyls. Echt super, wirklich absolut fair. Und das ist jetzt kein irgendwie billig gemacht. Ne, das sieht man. Also wirklich geiler Aufdruck. Alles richtig super geil gemacht. Also, und dann holen wir das mal raus, was hier alles dabei war. Ich hoffe, es kommt alles. Ja. Ist ja egal, fangen wir gleich wieder, können wir mit der Vinyl auch anfangen. Wie gesagt, das ist auch wieder die schwarze, weil leider habe ich die nicht mehr in Farbe gekriegt. Aber wie gesagt, die Musik drauf muss gut sein. Und das ist das Einzige, was zählt. Auch echt top. Und auch wirklich sympathische Jungs. Ich habe da mal dann, ja, wo ich das bestellt habe, auch mal geschwind eine Mail geschrieben und so. Und echt wirklich sympathische Jungs. Und hier, Aufkleber wieder drin. Super. Genial, echt. Finde ich klasse, wenn sie sowas auch dazulegen. Zu den Menüs. Und hier wieder das Visitenkartle. Auch top. Echt geil. Und wie gesagt, die Lieder so, das, die Release da von dem, wie heißt es jetzt wieder, Influence Denied, ihr wisst ja, ich vergesse es immer. Echt cooles Video, echt sympathische Jungs, im Proberaum aufgenommen, echt genial. Und hier seht ihr wieder, auch wieder bedruckte Innenhülle dabei, mit Texte drauf und hier hinter wieder die Band. Echt klasse, wirklich super, super klasse gemacht, absolut. Also für den Preis, was die Vinyls kostet, wirklich nur absolut fair. Absolut fair, wirklich. Also, das war dann jetzt die Nummer 4 von den Jungs. Ich denke, das dauert halt nicht zu lang. Aber ich wollte euch einfach auch die Band vorstellen. Eradicator, ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus. Ich müsste mal verzeihen, wenn ich das nicht mache, aber ich... Wird schon was, der Eradicator. So, und das ist diese hier. Die Influence Denied, rausgekommen 2021. Und das ist die zweite Auflage. Und ich meine sogar, die sind limitierter, Hanna. Oder die Vinyl ist limitiert. Ich weiß es aber nicht mehr, auf 250 oder 300. Das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Und diese ist wirklich hammergeil. Also die Lieder sind absolut top. Und ich meine das Influence Denied. Das sind sie sogar, meine ich, da gibt es gerade ein Video und ich meine, dass das Lied auch ist, wo sie dann der Text auf Deutsch hin. Absolut genial. Echt super. Müsst ihr euch mal angucken. Echt klasse, auch auf Deutsch. Super. Rückseite. Ja, und jetzt gucken wir mal die rein. Und das, jetzt gucken wir mal die rein, jetzt gucken wir mal da rein. Und das ist nämlich die, wo ich bekommen habe in Farbe. Und auch diese, glaube ich, 16 Euro oder 17, ich weiß es nicht mehr. Wirklich absolut Hammer, oder? Genial, absolut super, spitzenmäßig.
so rosa, Marble, ein bisschen schwarz mit drin. Echt richtig geil, leicht durchschimmernd. Wirklich super geil. Und das für den Preis absolut. Und wirklich auch richtig gut gemacht. Also keine so lapprige LP oder so. Nee, richtig super. Top Qualität, echt. So, und was war hier noch drin? Guck mal da mal rein. Was hier alles drin war. Das war nämlich, wie gesagt, das war die erste, wo ich da gesehen habe, wo ich mir dann bestellt habe von denen. Wo ich das im Internet da noch so gesehen habe. Hier. Ah, okay, da ist noch ein Download-Code. Den zeigen wir nicht. Und hier wieder der Aufkleber. Ja, das ist doch klasse. In jede Vinyl ein Aufkleber rein. Super. Top. Hier wieder das Visitenkartle. Auch spitzenmäßig. Und hier auch wieder die Autogrammkarte von den Jungs. Mit Unterschriften. Echt genial. Super. Echt top. Und hier noch Aufkleber. Absolut super. Und hier ist ein Einleger drin. Wie gesagt, das reicht auch vollkommen aus. Es sind die Texte dabei. Und hinter wieder die Band. Absolut super. Wie gesagt, es reicht. Hauptsache sowas ist dabei. Wo auch die Texte drauf sind. Echt klasse. Ja, indem wir auch die Vinyl mal wieder aufräumen. Ja, ihr seht, so, das war's jetzt mit Eradicator. Kleine Vorstellung von der Band, wo ich so im Internet oder auf Facebook schon so entdeckt habe, wo ich so ein bisschen durchguckt habe, aber eigentlich durch diese hier, weil sie die neu aufgelegt haben. Und wie gesagt, die Band gibt es ja jetzt auch schon seit 2004. Also die Band gibt schon eine Weile. 5 LPs rausgebracht, meine ich. Ja, 4 habe ich, eine habe ich leider nicht. Ich habe schon echt gesucht überall, aber vielleicht finde ich sie mal irgendwo. Und ja, ihr seht, das war jetzt so eine ganz kleine Vorstellung von Eradicator. Ich hoffe, ich spreche das echt richtig aus. Tut mir echt sorry, wenn ich das falsch ausspreche oder so. Und hört euch mal die Musik an. Wie gesagt, es ist keine Empfehlung. Musik ist Geschmackssache. Es ist einfach eine Vorstellung von der Band, weil es echt auch sympathische Jungs sind, die haben echt richtig cool gefallen auf dem Video und so. Immer auch Grinsen auf dem Gesicht und so. Und echt top. Finde ich echt gut. Und die Musik ist echt geil auf dieser Vinyl. Echt super geil. Gefällt mir richtig gut. Also, dann war's es mit dieser kleinen Vorstellung von Eradicator. Ja, und dann sage ich danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und ich denke, wir sehen uns demnächst wieder mit anderen Sachen, mit neuen Veröffentlichungen. Und ihr wisst ja, was zum Schluss kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis!